Tagesordnungspunkt 19, erste Beratung des von der Fraktion der AfD eingebrachten Gesetzentwurfs zur Einführung der direkten Demokratie auf Bundesebene. Für die Aussprache wurde eine Dauer von 60 Minuten beschlossen. Wenn Sie also bitte die notwendigen Veränderungen in der Präsenz vornehmen. Gespräche möglichst außerhalb des Plenarsaals führen. Dann können wir die Aussprache eröffnen. Und ich erteile das Wort dem Kollegen Roman Reusch, AfD. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Seit Einführung unseres Grundgesetzes hat unser politisches System eine Entwicklung genommen, für die die Italiener eine sehr treffende Bezeichnung, ein Wortspiel haben, Partitokratie. Das ist übersetzt die Herrschaft der Parteien. Sie ruht auf drei Ursachen. Einmal der Gewaltenverschränkung, die wir bereits im Grundgesetz angelegt haben. Hauptaufgabe der Regierungskoalitionen ist es, die Regierung komme, was da wolle, mit Zähnen und Klauen zu verteidigen. Und die parlamentarische Kontrolle ruht auf den dafür viel zu schmalen Schultern der Opposition. Zweite Säule, die Selbstentmachtung des Parlaments, getragen von Partei- und Fraktionsdisziplin, der sich zu widersetzen möglicherweise unliebsame Konsequenzen für die weitere Karriere und Lebensplanung haben kann, weshalb man im Zweifel lieber die Füße stillhält. Dritte Säule, die elende Parteibuchwirtschaft, die sämtliche staatliche Organisation durchwuchert hat und selbst heute nicht mal mehr von niederen Rängen Halt macht. Auch diese dient natürlich der Überwindung von Zuständigkeiten und Gewaltenteilung im Sinne der Machtausübung. Dies hat zu einer Machtkonzentration in der Hand einiger weniger Spitzenfunktionäre geführt, die die berühmten Mütter und Väter unserer Verfassung auf Herrenchiemsee mit Sicherheit verhindern wollten. Es ist daher eine Korrektur erforderlich. Es ist eine Gegenmacht aufzubauen. Die kann in der Demokratie nur das Volk der Souveränen selbst darstellen. Wir wollen mit unserem Gesetzentwurf dem Volk die Mittel geben, diese Macht, die es haben sollte, auch auszuüben. Im Kern unseres Entwurfs steht, dass der geäußerte Wille des Volkes das oberste Gesetz sein muss. Hinsichtlich der Instrumente greifen wir auf bewährte Verfahrensweisen aus der Schweizerischen Bundesverfassung zurück. Einmal das obligatorische Referendum, einmal das fakultative Referendum. Obligatorisch, also verpflichtend, sind Volksabstimmungen abzuhalten bei Verfassungsänderungen, bei Änderungen früherer Entscheidungen des Volkes, bei Abtretung von Souveränität, bei Eintritt in supranationale Organisationen. Dazu soll das Volk fakultativ die Möglichkeit bekommen, selbst aus den eigenen Reihen im Wege des Volksbegehrens Sachfragen und Gesetzentwürfe dem Volk zur Abstimmung vorzulegen. Schließlich soll die Bundesregierung die Möglichkeit erhalten, durch Veranstaltung einer Volksbefragung den Volkswillen in Erfahrung zu bringen. Brexit lässt grüßen, wird der eine oder andere sehen. Man kann auch mit diesem Instrument sehr viel bewegen, wie das Beispiel zeigt. Insgesamt bei Verwirklichung dieser Vorstellungen wäre die Macht der Hinterzimmer mindestens deutlich reduziert. Jetzt freue ich mich sehr, insbesondere auf die Redner der Fraktionen, die selbst bereits Initiativen zur direkten Demokratie eingebracht haben, mit welchen Verrenkungen sie nun darlegen, weshalb man das alles gar nicht braucht. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
Philipp Amthor, CDU-CSU, hat jetzt das Wort. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Bei einem AfD-Antrag zur direkten Demokratie hatte ich eigentlich fest damit gerechnet, dass wir das so handhaben wie bei den letzten Debatten zur direkten Demokratie, dass nämlich Ihre Allzweckwaffe Herr Brandner hier jetzt wieder eine fleißige Rede hält. Immerhin, er ist noch da, aber ich gratuliere Ihnen. Seine Auftritte sind wohl mittlerweile selbst Ihnen zu peinlich. Deswegen durfte Herr Reusch heute etwas vermeintlich fundierter vortragen. Und Herr Reusch, ich muss das schon sagen, Sie haben ja eine beachtliche Justizkarriere, waren leitender Oberstaatsanwalt und haben hier auch in sachlichem Ton vorgetragen. Aber ich muss dann schon sagen, für den Anspruch, den Sie vermitteln, der Antrag wird dem inhaltlich leider nicht gerecht. Und da muss man sagen, hier ein solides Auftreten, aber daraus folgen noch keine guten Anträge, liebe Kolleginnen und Kollegen. Da muss man in die Details schauen. Und ich muss Ihnen dann schon sagen, über die direkte Demokratie auf der Bundesebene kann man natürlich diskutieren. Und wir machen das hier nicht das erste Mal, sondern wir haben das mehrfach getan. Etliche Male, besonders die Linken, sind da ja sehr erfahren, ihre Anträge zu recyceln, zweimal pro Legislaturperiode. Zu den Linken komme ich auch noch. Aber das Spannende ist, wir haben zuletzt ausführlich über eine Einführung von Volksentscheiden in einer ausführlichen Anhörung im Innenausschuss 2019 debattiert. Herr Reusch, Sie waren damals nicht dabei. Und das Problem ist scheinbar, Ihre Referenten haben auch nicht gelesen, was damals diskutiert wurde. Denn Sie widersprechen mit Ihrem Antrag selbst grundlegenden Aussagen Ihrer eigenen Gutachter. Das ist peinlich. Machen Sie Ihre Arbeit besser, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und es gibt zwei konkrete Punkte, die man sich dafür anschauen kann. Es geht einmal um die Frage, wenn man Volksentscheide durchführen will, was muss dafür eigentlich ein Mindestbeteiligungsquorum sein? Wie viele Bürger sollten dann abstimmen? Und die zweite Frage ist, wenn man Volksentscheide auf der Bundesebene einführt, wie kann man dann eigentlich die Länder beteiligen? Und zu diesen Mindestquoren, ich erwähnte es, hat selbst Ihr Gutachter, Herr Vosgerau, ausgeführt, für eine Vereinbarkeit von Volksentscheiden mit dem Demokratieprinzip sei eine Beteiligungsquote jedenfalls von 50% für wesentliche Entscheidungen gefordert. Was fordern Sie heute in Ihrem Antrag? Sie fordern Volksentscheide, bei denen eine einfache Mehrheit der abgegebenen Stimmen ausreichen soll, und das für wegweisende Entscheidungen wie die Zustimmung für völkerrechtliche Verträge. Da widersprechen Sie selbst Ihrem eigenen Gutachter. Den muss man nicht zum Kronzeugen für Verfassungsrecht machen, aber da hat er mal recht. Und wenn Ihre Gutachter schon mal recht haben, sollen sie wenigstens auf Sie hören, liebe Kolleginnen und Kollegen. So, und die nächste, die Kernfrage, wenn man direkte Demokratie auf der Bundesebene einführen will, ist die Kernfrage, wie sichert man die Beteiligung der Länder ab? Wir haben vor 2 Jahren in der öffentlichen Anhörung darüber diskutiert. Die Ewigkeitsklausel des Grundgesetzes erfordert in Artikel 79 Absatz 3 die Gliederung unseres Staates in Bund und Länder und die Beteiligung der Länder in ihrer Eigenstaatlichkeit an der Gesetzgebung. Das wollen Sie einfach überwinden, indem Sie sagen, wir führen einen bundesweiten Volksentscheid durch und die in einem Land abgegebenen Stimmen werden dann als Bundesratsstimmen gewertet. Das zeigt, dass Sie nicht nur parlamentarische Demokratie im Bundestag, sondern auch die Arbeit des Bundesrats nicht verstanden haben. Das widerspricht der Ewigkeitsgarantie des Grundgesetzes, liebe Kolleginnen und Kollegen. Hätten Sie schon seit 2 Jahren in Anhörungsprotokollen nachlesen können. Und das Spannende ist aber, Sie sind ja nicht die Einzigen, die diesen Fehler machen. Die Linken machen das auch jedes Mal. Alle 2 Jahre weisen wir dann darauf hin, dass diese Art und Weise der Länderbeteiligung so nicht abgesichert werden kann. Und das Spannende ist, die Anträge von Linkspartei und AfD zur direkten Demokratie, Herr Reusch hat darauf hingewiesen, stimmen an vielen Stellen ja sogar inhaltlich überein. Und da muss man sich schon wundern, warum ist das so? Ich glaube, diese Frage der Hufeisentheorie, was haben rechte und linke Ränder miteinander gemeinsam, das gehört in ein politikwissenschaftliches Seminar, aber die Inhalte sind ja schon spannend. Sie beide vereint eine unglaubliche Parteienskepsis und sie vereint die Überzeugung, dass der Volkswille hier im Parlament nicht vertreten sei. Beides ist aber nicht haltbar. Zum Thema Parteienskepsis ganz deutlich.
Die Linke glaubt, Zitat, eine zeitaufwendige Beteiligung der Parteien sei ersetzbar. Und die AfD, Sie schreiben in Ihrem Antrag, in Parteien sei, Zitat, keine sachlich differenzierte Artikulation von Problemen möglich. Ich sage Ihnen, für Ihre Partei stimmt das wahrscheinlich sogar. Und nur weil Ihre Parteien nicht funktionieren, sollten Sie vielleicht die Probleme bei sich selbst suchen und nicht in der repräsentativen Demokratie abladen. Denn das ist ja Ihr Kernproblem. Repräsentative Demokratie lebt davon, dass das Volk seinen Willen in Wahlen artikuliert. Und Sie sagen hier im Parlament, sei Volkes Wille nicht hinreichend vertreten. Ja, Ihr Wille ist hier nicht hinreichend vertreten, weil Sie Gott sei Dank nicht die Mehrheit in den Wahlen erhalten haben, liebe Kolleginnen und Kollegen. Das ist doch der entscheidende Unterschied. Und dann muss ich schon sagen, wenn Sie über direkte Demokratie reden wollen, versuchen Sie doch erstmal wirklich direkt demokratisch vor Ort unterwegs zu sein, statt hier Entparlamentarisierungskritik zu betreiben, über Politik und Staat zu hetzen, bei Russia Today, in Telegram-Gruppen und sonst wo. Reden Sie lieber mit den Menschen. Direkte Demokratie findet in den Wahlkreisen statt, so wie sie unsere Fraktion auch praktiziert. Das wäre für Sie doch mal eine sinnvolle Alternative, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und wir wollen das Parlament stärken und wollen daran festhalten und werden deshalb Ihren Antrag ablehnen. Herzlichen Dank. Nächste Rednerin ist die Kollegin Sandra Bubendorfer-Licht, FDP. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Es ist gute parlamentarische Tradition, dass Fraktionen in diesem Haus Gesetzesentwürfe einbringen, um ihre Vorstellungen in Gesetze zu gießen. Und dazu ringen wir in Ausschüssen, werben für unsere Ideen und schließen Kompromisse. Das machen hier alle Fraktionen in diesem Haus. Alle Fraktionen nein. Und wer diesen Gesetzentwurf der AfD liest, der stellt schnell fest, es geht wie so oft bei der AfD nicht um die Sache. Und ganz persönlich, und es sei mir erlaubt, sage ich Ihnen, dass trotz aller parlamentarischer Tradition mir die Zeit immer sehr leid tut, mit der ich mich mit Schauanträgen der AfD beschäftigen muss. Und jeder Antrag von rechts außen dient der Einstellung möglichst hetzerischer YouTube-Filmchen gegen die Demokratie. Aber lassen Sie uns trotzdem in medias res gehen. Sie bezeichnen diesen Staat als eine, und ich zitiere mit Erlaubnis des Präsidenten, amputierte Demokratie. Ich sage Ihnen, dass wir keine amputierte Demokratie, in der wir leben haben, sondern eine sehr wehrhafte Demokratie. Und damit sind wir doch beim eigentlichen Problem, welches Sie mit der Demokratie, der Freiheit und dem Rechtsstaat in unserem Land haben. Sie ist Ihnen zu wehrhaft gegen das Gift, welches Sie in unsere Gesellschaft täglich tröpfeln. Und es geht Ihnen doch nicht um Partizipation, nicht mal um mehr Demokratie, sondern um Hetze, Aufruhr und vor allem Verunsicherung. Und dass Protest auch auf der Straße ausgelebt wird, das versteht sich von selbst. Das Recht, sich zu versammeln und seine Meinung zu äußern, das garantiert unsere Verfassung. Aber, und das blenden Sie ja vollkommen aus, wir sind eine parlamentarische Demokratie und jeder, der hier von uns sitzt, repräsentiert unsere Bevölkerung. Sie haben mit Anfragen, Anträgen, Anhörungen und Überzeugungsarbeit ja die Möglichkeit, darauf einzuwirken, was nach Ihrer Sicht ja besser laufen soll, kann oder muss. Aber, meine sehr geehrten Damen und Herren, der rechten Seite, das tun Sie eben nicht. Und wenn man sich die Leistungsbilanz Ihrer Fraktion anschaut, dann sieht man das deutlich in den Ausschüssen. Keine oder wenige Innovationen, keine inhaltlichen Ideen, nein, eher eine inhaltliche und programmatische Bankrotterklärung. Und um von diesem Defizit mal wieder abzulenken, genau deshalb haben Sie diesen Antrag eingebracht. Und Sie behaupten, dass die Beteiligung des Staatsvolks nicht vorgesehen sei. Allerdings
scheint die AfD wiederum zu verkennen, dass wir in Deutschland in einer parlamentarischen Demokratie leben. Und Sie können sich ja später mal von Ihren Plätzen erheben, vor dem Bundestag treten und nachschauen, welche Inschrift dort zu lesen ist. Dass Sie mit Parlamentarismus nicht viel anfangen können, das überrascht nicht. Schon Ihre geistigen Vorväter in den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts hatten dafür nichts über. Und dabei ist die Geschichte der Inschrift selbst ein Zeichen für Beteiligung. Und erst nach großer Diskussion konnten sich die Bürger von damals durchsetzen und die Inschrift dem deutschen Volke wurde angebracht. Wer den Parlamentarismus als Schwäche in einer Demokratie sieht, der hat eine moderne Demokratie wirklich nicht verstanden. Die Welt ist eben nicht nur schwarz und weiß, und die drängendsten Fragen der Zukunft kann man nur schwer simplifizieren. Und die Frage auf Ja oder Nein lässt keinen Kompromiss zu. Ja, und ich weiß, die AfD lebt genau von diesem Populismus, aber das ist eben keine seriöse Politik. Die Welt mit ihren Herausforderungen ist viel bunter. Sie besitzt Schattierungen. Ein einfaches Ja oder Nein gibt keinen Überblick der Konsequenzen, die aus der Entscheidung folgen. Und das haben die Briten bitter beim Brexit erleben müssen. Gleiches gilt für den Minderheitenschutz. Bei einem Volksentscheid besteht die Gefahr, dass sich die Mehrheit über die Minderheit hinwegsetzt. Das ist natürlich demokratisch, theoretisch so gewollt. Aber es bedeutet auch, dass diese Minderheiten quasi kein Gehör finden würden. Vor einigen Wochen durfte ich hier im Deutschen Bundestag, hören Sie doch auf zum Brüllen und zu schreien, Ihre Aggression ist unerträglich. Vor einigen Wochen durfte ich hier im Deutschen Bundestag auch über die besondere Situation von anerkannten Minderheiten sprechen. Und mir liegt es sehr am Herzen, sich für diese auch einzusetzen. Ihre Bedürfnisse finden nämlich in direkten Abstimmungen kein Gehör, beziehungsweise sie können sich in keinen Kompromissen oder nur sehr schwer wiederfinden. Die Deutschen hatten noch nie so viele Mitbestimmungsmöglichkeiten wie jetzt, auf kommunaler, auf Landesebene. Ja, bei jedem Bauprojekt ist Bürgerbeteiligung erwünscht und wird ja auch sehr rege genutzt. Und wir als FDP-Bundestagsfraktion wollen an dieser Stelle der Schwarzmalerei der AfD widersprechen. Wir finden die Organisation des Staates nicht perfekt, aber doch sehr, sehr gut. Und trotzdem heißt es nicht, dass wir uns ausruhen sollten. Und was sind denn die Vorschläge der FDP? Erstens, für Menschen, die jenseits der Teilnahme in Wahlen Verantwortung übernehmen wollen, muss es einen leichteren Zugang zu Bürger- und Volksentscheiden auf kommunaler und respektive Landesebene geben. Das sind nicht nur hohle Phrasen. Beispielsweise hat die FDP in Berlin hier ja gezeigt, sie hatte den Volksentscheid zum Flughafen Tegel unterstützt und auch ein positives Votum erhalten. Und an diesem Beispiel lässt sich aber auch erkennen, warum Volksentscheide auf Bundesebene eben nicht praktikabel sind. In einer Stadt wie Berlin herrscht die Wohnungsverhinderungs-Mietendeckenpolitik und während in anderen Regionen Deutschlands die Landflucht droht. Und das bedeutet, dass ein bundesweiter Volksentscheid gar nicht die unterschiedlichen Lebensverhältnisse darstellen kann. Und an zweiter Stelle möchte ich für die Möglichkeit des Petitionsverfahrens werben. Die FDP-Fraktion hat öfters angeregt, das Verfahren weiter zu digitalisieren und darüber hinaus die Möglichkeit des Bürgerplenarverfahrens zu schaffen. Und jede Petition, die über 100.000 Unterschriften sammelt, hat ja die Möglichkeit, hier an Ort und Stelle im Plenum beraten zu werden. Wir haben in Deutschland keinen Mangel an Partizipationsmöglichkeiten, aber nein, Ihnen geht es doch nur um die Botschaft, die Sie schon so lange geplant haben. Die Altparteien, welch furchtbarer rechter Sprech und verhindern, dass das Volk gehört wird. Und das wird genau die Botschaft Ihres kleinen YouTube-Filmchens für den heutigen Tag. Und auf die wehrhafte Demokratie, die dieses wunderschöne Land vor Leuten wie Ihnen schützt. Herzlichen Dank.
Mahmut Özdemir, SPD, ist der nächste Redner. Sehr geehrter Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, an diesem Pult zu sprechen, ist eine Ehre. Es ist ein Privileg, das uns Menschen bei Wahlen einem Abgeordneten, einer Abgeordneten verleihen. Aber diese Demokratie besteht nicht nur aus diesem Rednerpult oder diesem Reichstag. Sie besteht aus Menschen, die die Verfassung ehren und sie schützen wollen. Unsere Demokratie ist so stark, dass sie keine Feinde fürchtet, ja sie sogar in dieses Haus reinlässt. Eine Partei, die zu Recht ins Visier des Bundesamtes für Verfassungsschutz geraten ist, ins Visier des Bundesamtes für Verfassungsschutz geraten ist, sollte Demokratie und verfassungsmäßige Ordnung lernen und nicht das Volk versuchen, über seine Macht zu belehren. Angesichts meiner Redezeit erspare ich Ihnen jetzt, das habe ich Ihnen schon mehrmals hier vorgelesen, Artikel 20 zu zitieren aus der Verfassung. Sie haben alle so schöne Schubladen, da ist die Verfassung drin. Ich würde mir wirklich wünschen, dass Sie, bevor Sie das nächste Mal Anträge schreiben, diese Verfassung auch mal lesen. Und manchmal denke ich mir, immer wenn ich AfD und Demokratie auf einer Tagesordnung lese, denke ich mir, wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Verfassung lesen. Unser Grundgesetz sieht Parteien und das Parlament in Bund und Ländern als Orte der Veränderung. Und unsere Verfassung ist auch dem gesellschaftlichen Wandel zugänglich. Die mündige Bewegung zahlreicher junger Menschen, die sich für Klimaschutz einsetzen, die Debatte über das Wahlalter und Staatsziele sind damit einhergegangen. Und die SPD hat diese verfassungsmäßige Ordnung, die Parteiendemokratie und diesen gesellschaftlichen Wandel, den uns die jungen Menschen da draußen auch aufgetragen haben, als Taktgeber für Veränderungen genommen. Wir versuchten, diese Verfassung und unsere Ordnung durch direkte Demokratie, durch plebiszitäre Elemente auch zu ersetzen, haben allerdings nie die notwendige Zweidrittelmehrheit erreicht, weder in Regierungszeiten noch in Oppositionszeiten. Das heißt, uns als Sozialdemokraten kann man nicht vorwerfen, dass wir in der Opposition etwas gefordert haben, was uns gefällig schien und in der Regierung das nicht umgesetzt haben. 2002, 2006, 2013 einmal im Parlament und 2013 in Koalitionsverhandlungen mit unseren Freunden auf Zeit von der Union ist es uns nicht gelungen, eine notwendige Mehrheit für direkte Demokratie auch zu erzielen. Das ist sehr bedauerlich, und da würde ich mir mehr Bewegung auch von der Union wünschen. Die Entwürfe von damals, über die ich geredet habe, da war auch 2010 ein Entwurf von den Linken dabei, im Sinne der Absicht und im Sinne der direkten Demokratie, nenne ich den gerne auch mit dabei, aber Sie haben all diese Initiativen und Entwürfe so elendig schlecht kopiert und zusammengeklempnert, dass man in diesem Parlament selbst bei dem besten Willen und bei dem edelsten Willen, die direkte Demokratie einzuführen, dieses elendig zusammengeklempnerten nicht zustimmen kann. Unsere Demokratie und das Wahlrecht war oft Gegenstand in dieser Wahlperiode. Fragen wie das Wahlalter, die Größe des Bundestages, die Anzahl der Mandate, Parität und aber auch die Arbeitsweise des Parlaments und wie wir auch mit Mitwirkung der Menschen draußen im Land umgehen wollen, ist hier zahlreich und gut in Debatten auch und, wie ich finde, sehr konstruktiv diskutiert worden. Wir haben auch eine Kommission verhandelt. Wir haben abschließend mit der Opposition, wie ich finde, auf einer sehr guten Geschäftsgrundlage eine Wahlrechtskommission in Erfüllung des Auftrages des Bundeswahlgesetzes verhandelt. Und jetzt sollten die Kollegen von der Union mir zuhören, auch in der ersten Reihe. Wenn man eine Wahlrechtskommission verhandelt und Prokuristen losschickt, dann sollte man diesen Prokuristen am Ende des Tages auch folgen. Wenn wir eine Wahlrechtskommission hätten, müssten wir uns nicht mit solchen billigen Anträgen abgeben, sondern könnten tatsächlich die wichtigen Fragen des Wahlrechts unserer Demokratie auch in solchen Kommissionen erörtern. Direkte Demokratie und vermeintliche Transparenz oder vermeintliche unanfechtbare Entscheidungen des Volkes brauchen Vertrauen, sie brauchen Akzeptanz, damit sie auch zu Rechtsfrieden führen. Und so wie es eine Mehrheit und eine Minderheit im Deutschen Bundestag geben kann, so kann es diese auch bei Volksentscheiden oder Volksabstimmungen geben. Das heißt, wir verändern und wir vergrößern nur die Verantwortungsgemeinschaft. Wichtiger ist, unabhängig davon, ob das Parlament oder das Volk eine Entscheidung getroffen hat, das Vertrauen in die Entscheidung und die Nachvollziehbarkeit der Entscheidung. Vertrauen,
daran, dass sich alle Beteiligten auch gebunden fühlen an das Ergebnis und Nachvollziehbarkeit, dass die Mehrheit gegenüber der Minderheit auch die faire Chance eingeräumt hat, zur Mehrheit zu werden. Die SPD hat immer diese Entwürfe, die sie ins Parlament eingebracht hat, mit dieser Balance versehen. Ihr Entwurf ist eine schlechte Kopie, aber vom Bundesamt für Verfassungsschutz, werden Sie für weitaus mehr auf dem Zettel geführt als nur für elendiges, schlechtes Zusammenklempnern von irgendwelchen Gesetzesentwürfen. Das Ergebnis werden wir bald zur Kenntnis nehmen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und ein schönes Wochenende, liebe Kolleginnen und Kollegen. Dr. André Hahn, Die Linke, hat als nächster Kollege das Wort. Herr Präsident, meine Damen und Herren, wir als Linke haben uns schon für direkte Demokratie und die Ermöglichung von Volksentscheiden auf Bundesebene eingesetzt, als es die AfD noch gar nicht gab. Und wir werden dieses Ansinnen auch dann noch unterstützen, wenn es die AfD nicht mehr geben wird. Natürlich hoffe ich sehr, dass beide Dinge sehr schnell gehen, also die Durchsetzung direkter Demokratie ebenso wie das Verschwinden der AfD. Gleichwohl diskutieren wir heute über eine Gesetzesinitiative von rechts außen, die vorgibt, durch eine Änderung des Grundgesetzes mehr Mitwirkungsrechte für Bürgerinnen und Bürger erreichen zu wollen. In Wirklichkeit geht es der AfD nicht um die Erweiterung von demokratischen Teilhabemöglichkeiten in unserem Land. Angesichts von Hass, Hetze und Polarisierung, die die AfD seit Jahren in den Parlamenten und auf den Straßen betreibt, ist dieses basisdemokratische Gehabe einfach nur zynisch. Die AfD will das repräsentative System nicht etwa ergänzen mit sinnvollen plebiszitären Elementen. Sie bringt die direkte Demokratie in eine Frontstellung gegen die parlamentarische Ordnung. Das wollen wir als Linke ausdrücklich nicht. Die AfD verachtet den Parlamentarismus. Dafür gibt es diverse Belege. Ich nenne nur ein Beispiel. Der AfD-Abgeordnete Enrico Kemning, so berichtet der Spiegel im vergangenen Jahr, hat dazu ganz unverblümt erklärt, Zitat, parlamentarischer Staat oder wie auch immer diese Demokratie heißt, die wollen wir ja aber gar nicht, die wollen wir doch abschaffen. Ende des Zitats. Von dieser Partei, meine Damen und Herren, die unser Parlament derart verachtet wie die AfD, brauchen wir ganz sicher keine Belehrung in Sachen Demokratie. Das ändert im Übrigen nichts an der Tatsache, dass wir hierzulande, was Volksentscheide anbelangt, keineswegs Vorreiter, sondern im europäischen Vergleich eher ein Entwicklungsland sind, sowohl in den Ländern als auch im Bund, wo abgesehen von der Entscheidung über die Fusion von Bundesländern keine Bürgerentscheide vorgesehen sind. Wir als Linke sagen, Herr Kollege Dr. Hahn, gestatten Sie eine Zwischenfrage aus der AfD? Nein, danke. Also was die Möglichkeit von Volksentscheiden gibt, die es nicht gibt, sagen wir als Linke, das darf so nicht bleiben. Meine Damen und Herren, einige hier im Haus wissen, dass ich 1990 am Runden Tisch der DDR mitwirken durfte. Und ich habe schon wiederholt an den Verfassungsentwurf dieses Gremiums erinnert, der aufgrund des Beitritts zur Bundesrepublik nicht mehr zur Geltung kam. Eine der zentralen Forderungen der Bürgerbewegten war damals die Stärkung der direkten Demokratie und die Einführung von Volksentscheiden. Das fand dann zwar Eingang in die Verfassung der ostdeutschen Bundesländer, in der Realität kam dies jedoch kaum zur Anwendung und vor allem nicht zu erfolgreichen Initiativen. Ich war vor meinem Mandat hier in Berlin viele Jahre im Sächsischen Landtag tätig und habe dort diverse gescheiterte Volksanträge erlebt, über die die Bürgerinnen und Bürger letztlich niemals abstimmen durften. 40.000 Unterschriften in der ersten Stufe waren noch machbar. Aber wenn die regierungstragende Mehrheit den Antrag ablehnte, brauchte man 450.000 Unterschriften, was sich fast immer als undurchführbar erwies. In 30 Jahren gab es deshalb lediglich einen einzigen Volksentscheid in Sachsen, und zwar zum Thema pro kommunale Sparkasse, als die Staatsregierung über eine Holding deren Eigenständigkeit abschaffen wollte.
Und die erforderlichen Unterschriften kamen letztlich nur dadurch zustande, dass es durch die hunderten Filialen der Sparkassen im Land ausreichend Anlaufpunkte für die Bürgerinnen und Bürger gab, um ihre Unterschriften für die Durchführung eines Volksentscheides zu leisten. Von daher geht es uns als Linke nicht nur darum, die Zulässigkeit von Volksentscheiden im Grundgesetz zu verankern. Die Umsetzung muss auch praktisch machbar sein. Und dass das möglich ist, hat die Absenkung der für einen Volksentscheid erforderlichen Quoren für die Unterschriften in Thüringen gezeigt. Und auch in Sachsen gab es inzwischen zumindest Bewegungen in die richtige Richtung. Aber zurück zur Bundesebene. Hier geht es darum, zunächst einmal die rechtlichen Voraussetzungen zu schaffen, dass Volksentscheide überhaupt erst einmal durchgeführt werden können. Und dass wir dieses hochsensible Thema natürlich nicht der AfD überlassen können und auch wollen, zeigt der Umstand, dass wir als Linke bereits am 24. Oktober 2017 auf Drucksache 19/16, also wenige Tage nach der Konstituierung des neuen Bundestages, den Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung der direkten Demokratie im Grundgesetz in das Parlament eingebracht haben. Und zudem, Mahmut Özdemir hat davon auch gesprochen, verweise ich auf unseren Gesetzentwurf vom März 2010, mit dem wir die Einführung der Volksgesetzgebung im Grundgesetz erreichen wollten. Für all das brauchen wir also keine AfD. Und dem Grundgesetz, meine Damen und Herren, dem Grundgesetz wohnt der Gedanke inne, dass der Souverän die Bevölkerung ist. Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus, heißt es im Artikel 20. In der Praxis beschränkt sich die Ausübung der Staatsgewalt allerdings auf das Wahlrecht. Wahlen allein bieten aber keine ausreichende Möglichkeit, nachhaltig und vor allem stetig die Politik mitzubestimmen. Die Arbeit und Funktionsweise der Organe der repräsentativen Demokratie auf Bundesebene können weite Teile der Bevölkerung nicht wirklich nachvollziehen und wirksam beeinflussen. Wir als Linke haben dafür großes Verständnis, und deshalb wollen wir aktiv etwas dagegen tun. Demokratie, meine Damen und Herren, ist kein fertiger Zustand. Sie muss Tag für Tag von den Bürgerinnen und Bürgern gelebt werden. Und sie muss auch gelebt werden können. Und dazu gehören aus unserer Sicht eben auch Volksentscheide. Das unterstützen wir nachdrücklich, und dafür setzen wir uns ein. Und ich finde, eigentlich sollten alle parlamentarischen Gremien und auch alle Parteien, die hier demokratisch in diesem Haus sitzen, gemeinsam darauf hinwirken. Letzte Bemerkung, meine Damen und Herren. Ja, wir wollen mehr direkte Demokratie. Und nein, dafür brauchen wir keinen Antrag und keinen Gesetzentwurf der AfD. Und deshalb werden wir den vorliegenden Antrag auch ablehnen. Herzlichen Dank. Zu einer Zwischenbemerkung erteile ich das Wort dem Kollegen Enrico Komning, AfD. Vielen Dank, Herr Präsident. Herr Kollege Hahn, Sie haben mich in Ihrer Rede erwähnt, insbesondere ein Zitat, was in der bundesweiten Berichterstattung gebracht wurde. Sie haben allerdings vergessen, die weitere Berichterstattung, nämlich nach der Richtigstellung dieses Zitats, zu erwähnen. Und das ist parlamentarische Unfairness. Das ist das, was Sie auszeichnet, nämlich einzelne Wortfetzen aus dem Zusammenhang heraus hier anzubringen, um mit dem Zeigefinger auf uns zu zeigen. Ich darf Ihnen sagen, ja, in dem Gespräch ging es um die Frage, welche demokratischen Verhältnisse, wie wir demokratische Verhältnisse ausgestalten wollen. Und in dem Gespräch ging es tatsächlich darum, dass die parlamentarische Demokratie Defizite bei der Abbildung des Volkswillens hat. Und in diesem Gespräch ging es darum, dass wir Elemente der direkten Demokratie ins Grundgesetz einfügen wollen. Und deshalb ging es nicht um die Abschaffung der parlamentarischen Demokratie, sondern um eine Modifizierung bzw. um eine Ergänzung der parlamentarischen Demokratie, wofür wir nach wie vor stehen. Denn Sie haben es ja offensichtlich als Oppositionskraft bisher nicht vermocht, hier auch nur einzelne Elemente der direkten Demokratie einzufügen. Herr Kollege Dr. Hahn, Sie können antworten. Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Ich nehme zunächst mal zur Kenntnis, was Sie gesagt haben. Das ändert überhaupt nichts daran, dass die Aussage
die im Spiegel war, von Ihnen weder durch ein Gegendarstellungsbegehren angegriffen worden ist, noch ist sie in der Form widerrufen worden, auch nicht durch Sie. Die Aussage bezogen auf die Demokratie, auf die parlamentarische Demokratie, lautete von Ihnen, die wollen wir abschaffen. Und das wollen wir ausdrücklich nicht. Und dabei bleibe ich dabei, dass wir Ihnen das auch vorwerfen. Jetzt erteile ich das Wort der Kollegin Kanan Bayram, Bündnis 90 Die Grünen. Vielen Dank, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir Grünen sind für Demokratie in all ihren wunderschönen Formen und damit auch für die direkte Demokratie. Das kann ich schon mal vorwegschicken. Und wir sind nicht nur für die direkte Demokratie, sondern in meinem Wahlkreis Friedrichshain-Kreuzberg wird auf Landesebene heute ein direktdemokratisches Volksbegehren vorgestellt, die Deutsche Wohnen und ähnliche große Wohnungsbaugesellschaften gemäß Artikel 15 des Grundgesetzes zu vergesellschaften. Und das ist etwas, was wir natürlich gerne auf Bundesebene auch diskutieren wollen würden. Aber, und das muss man auch sagen, neben diesen Instrumenten der Volksentscheide, der Volksbegehren, der direkten Demokratie ist es auch sehr erprobt und wird in meinem Wahlkreis Friedrichshain-Kreuzberg und Prenzlauer Berg Ost demnächst auch praktiziert, den Wahlkreisrat. Das heißt, da werden zufällig ausgewählte Bürgerinnen und Bürger bestimmte Themen, die für sie relevant sind, in ihrer nächsten Nachbarschaft diskutiert. Dort werden Vorschläge erarbeitet. Ich begleite das als Abgeordnete und kann dann diese in meine repräsentative Arbeit für den Wahlkreis einfließen lassen. Sie sehen, liebe Kolleginnen und Kollegen, Demokratie hat viele schöne Formen. Aber, und das wurde von vielen gesagt, ich kann mich dem nur anschließen, dass es jetzt gerade die AfD bräuchte, um die Demokratie in Deutschland zu retten, wo gar möglich die direkte Demokratie, das mutet etwas seltsam an. Wenn Herr Reusch sich hier hinstellt und von Parteien Demokratie redet, dann frage ich mich nach dem, was ich gelesen habe über die sächsischen Verhältnisse der AfD, ob er vielleicht das Einparteiensystem im Blick hat. Denn in Sachsen, genau vor einem Jahr, wurde ein Markus Krall eingeladen. Der hat dann halt gesagt, man müsse die Transferempfänger vom Wahlkreis ausschließen. Faktisch bedeutet das, wer staatliche Leistungen in Anspruch nimmt, darf nicht mehr in die Wahlkabine gehen. Meine Damen und Herren von der AfD, haben Sie sie eigentlich noch alle? Kann man da wirklich nur fragen, denn der Vorsitzende der AfD, ich habe sogar den Namen, Jörg Urban aus Sachsen, der hat dann gesagt, dass das für ihn eine Begrenzung des Wahlrechts auf Leistungsempfänger, dass das eine interessante und ein dickes Brett sei und er wäre gerne bereit, auch weiter darüber nachzudenken. Man muss sich das mal klar machen. 3,3 Millionen Wahlberechtigte gibt es in Sachsen. Davon sind ca. 3.300 Empfänger von Sozialleistungen. 10% der Bevölkerung wollen Sie das Wahlrecht wegnehmen. Da kann ich nur sagen, liebes Volk, liebe Menschen, passt auf, die AfD will euch das Wahlrecht wegnehmen. Das wird es mit diesem Bundestag, mit uns und mit den demokratischen Parteien in diesem Bundestag nicht geben, meine Damen und Herren. Jetzt erteile ich das Wort dem Kollegen Axel Müller, CDU-CSU. Sehr geehrter Herr Präsident, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren, sprichwörtlich sind ja aller guten Dinge bekanntlich drei. Nach April 2018, August 2019 hofft die AfD-Fraktion nunmehr im Februar 2021 mit einem weiteren Antrag in Sachen direkter Demokratie auf Applaus oder zumindest auf hohe Zugriffsraten
in den eigenen Online-Filterblasen. Dabei könnte dem interessierten AfD-Beobachter durchaus auffallen, dass sich im aktuellen Antrag wenig Neues findet, ja ganze Passagen früherer Antragsbegründungen übernommen worden sind. In der 21er Edition Ihres Dauerbrenners schweben Ihnen nun zwei Arten von Volksabstimmungen vor. Zum einen die fakultativen, bei denen die Bundesregierung Sachfragen zur Ermittlung des Volkswillens vorlegen müsste, oder Gesetze und völkerrechtliche Verträge nach Zeitablauf von einem Jahr zur Abstimmung vorlegen muss, wenn es 1 Million Stimmberechtigte verlangt. Da frage ich mich, wo war das Deutschland? Pacta non sunt servanda künftig? Halten wir uns nicht mehr an internationale Verträge? Dann zum anderen die obligatorischen Volksabstimmungen bei völkerrechtlichen Verträgen, Beitritt zu supranationalen Organisationen und der Übertragung von Hoheitsrechten oder der Abänderung von durch Volksabstimmung zustande gekommenen Gesetzen. Denn die dürfen nach der verqueren AfD-Logik ja auch nur durch eine Volksabstimmung aufgehoben oder geändert werden. Warum in Wirklichkeit statt aller guten Dinge drei, hier aller schlechten Dinge drei sind, will ich kurz erläutern. Erstens, beginnen will ich mit den, ich nenne es mal Leumundszeugen, der sich bei Ihrem Antrag bedienen. Sie verweisen auf Anträge der SPD, der Grünen, der FDP und der Linken aus den Jahren 2002 bis 2013, die sich allesamt auch mit der Einführung direktdemokratischer Elemente im Grundgesetz befasst haben, aber an den demokratischen Mehrheiten in diesem Haus gescheitert sind. Und sie gaukeln damit vor, dass die AfD in guter demokratischer Tradition handeln würde. Zumindest den Anträgen von SPD, FDP und Grünen war allerdings gemeinsam, dass sie immer mit den Worten beginnen, die repräsentative Demokratie in Deutschland hat sich bewährt. Beim AfD-Antrag vermisse ich so etwas. Das ist sicher kein Versehen, sondern vielmehr entlarvend. Denn die repräsentative Demokratie ist Ihnen doch in Wirklichkeit ein Gräuel. Weite Teile der AfD Fraktionen stellen dies regelmäßig durch ihr Verhalten hier in diesem Hohen Haus unter Beweis. Exemplarisch möchte ich zweitens auch einen erheblichen handwerklichen Mangel hervorheben. Eine obligatorische Volksabstimmung müsse bei jeder Grundgesetzänderung erfolgen. Das hätte dann bedeutet, dass beispielsweise die in der 18. Wahlperiode umfangreichen Änderungen im Rahmen des Finanzausgleichs, die das Grundgesetz dann bedurfte, in einer Volksabstimmung hätten entschieden werden müssen. Für verschiedenen Interessen gerecht werden und Kompromiss würde bei den naturgemäß unterschiedlich gelagerten Interessen der einzelnen Bewohnerinnen und Bewohner der Bundesländer zunichte gemacht werden. Ein vollkommen untaugliches Instrument. Und künftig soll es dann in Artikel 20.2 Grundgesetz einen neuen Satz 3 geben. Das ist eigentlich der Hauptmangel. Da heißt es dann, der geäußerte Wille des Volkes ist oberstes Gesetz. Seine Entscheidungen können nur von ihm selbst abgeändert oder aufgehoben werden. Das heißt doch nicht mehr und nicht weniger, als dass die Antragsteller dem Parlament für weite Bereiche die Gesetzgebungsbefugnis entziehen wollen, was mich wieder zum Anfang meiner Behauptung zurückführt, sie lehnen die parlamentarische Demokratie ab. Sie verabscheuen sie geradezu, insbesondere wenn es sich für eine repräsentativ-Demokratie unverzichtbare Mitwirkung politischer Parteien nach Artikel 21 des Grundgesetzes geht. Damit ignorieren sie und verkürzen sie auch geschichtliche Erfahrungen, welche die Väter und Mütter unseres Grundgesetzes dazu geführt haben, auf plebiszitäre Elemente weitestgehend zu verzichten. Es war nämlich keineswegs so, wie Sie es in Ihrem Antrag hier schreiben, dass in der Weimarer Republik praktisch ausschließlich die Wahl des Bundespräsidenten direkt demokratisch geregelt gewesen sei. Es gab vielmehr die Möglichkeit, Gesetze einem Volksentscheid zuzuführen. Und Medienunternehmen wie der deutschnationale Alfred Hugenberg, der bürgerliche Wegbereiter der Nazis, nutzten gerade auch das Umfeld der Plebiszite, um die junge Demokratie zu schwächen. Und darum geht es Ihnen in Wahrheit, um Stimmungsmache, um die Aufwiegelung der Bevölkerung gegen das demokratische System, um eine Prämie für Demagogen, wie es Theodor Heuss einmal ausgedrückt hat. Auch aus diesen Erfahrungen heraus entschied man sich, bei der Abfassung des Grundgesetzes weitestgehend auf plebiszitäre Elemente zu verzichten. Um genau das zu verhindern, was Sie gerne hätten, dass in einer zeitlich begrenzten, emotional aufgeheizten Stimmung Ergebnisse herbeigeführt würden, die einer Momentaufnahme entstammen, wies es unter Hinweis auf die Flüchtlingssituation des Jahres 2015 ausdrücklich ausführen. Im Gegensatz zu Ihnen leite ich daraus allerdings ab, dass die repräsentative Demokratie noch wichtiger geworden ist. Irgendjemand muss am Schluss Entscheidungen treffen und dazu auch stehen. Oder mit den Worten, die Zeitüberschreitung nutze ich, Sie zu zitieren, Herr Präsident, oder mit den Worten unseres Parlamentspräsidenten zu schließen, wir müssen verhindern, dass der Vorwurf, der Deutsche Bundestag sei eine Quasselbude,
wieder in Kraft gewinnt, an Kraft gewinnt. Und das wollen wir als CDU-CSU ganz besonders. Und daher folgen wir Ihrem Antrag nicht. Vielen Dank. Ich lege Wert auf die Feststellung, dass der Kollege Müller die Redezeit auch mit dem Zitat des Präsidenten nicht stärker als immer toleriert überschritten hat. Und mit dieser Feststellung erteile ich das Wort dem Kollegen Albrecht Glaser, AfD. Herzlichen Dank, Herr Präsident. Ich hoffe, Sie lassen mir auch die Toleranz gegenüber so gewähren, wie sie gerade dem Herrn Müller gewährt worden ist. Die Selbststilisierung, meine sehr verehrten Damen und Herren, als gute oder bessere Demokraten, auch in Abgrenzung zu anderen, denen man die demokratische Einstellung abspricht, gehört in diesem Haus zum politischen Alltag. Diese verbalen Übungen stehen allerdings im krassen Gegensatz zur demokratischen Tat. Mit der Tat sind hier nicht nur diejenigen gemeint, die unter der Tarnkappe des Antifaschismus diese Demokratie gerne zusammenschlagen würden und ihre Fähigkeit hierzu bei vielen Anlässen unter Beweis stellen. Gemeint sind auch die, die aus Gründen des Eigennutzes nicht bereit sind, Direktmandate, die mit 25% der Wahlkreisstimmen errungen werden, und Ausgleichsmandate, hinter denen gar keine Wählerstimmen stehen, abzuschaffen. Gemeint sind auch die, welche zulassen, dass die EU als Hybrid eines völkerrechtlichen Vertrages sich selbst ermächtigt, mit allen ihren Rechtsetzungsakten auch die Verfassungen der Nationalstaaten außer Kraft zu setzen. Dies erleben wir gerade wieder beim sogenannten Eigenmittelbeschluss der EU, der den Kern der verfassungsrechtlich geschützten Budgethoheit dieses Parlaments aushöhlt. Und Sie werden dem zustimmen. Diese Rechtslage hat der EuGH ohne primärrechtliche Grundlage frei erfunden. Das ist übrigens schon lange her und basierte damals auf dem EWG-Gesetz, aber es macht die Sache nicht besser, und zu geltendem Recht erklärt. Das bedeutet, unser Grundgesetz steht unter dem Vorbehalt der Legislatur der EU-Organe und unter der Judikatur des EuGH. Bei Jubiläen wird das Grundgesetz als tolle Verfassung gepriesen. Es wird jedoch verschwiegen, dass es sich in Wahrheit in einem progredienten Auflösungsprozess befindet und dies mit jeder Hoheitsrechtsübertragung an eine Staatengemeinschaft umso mehr. Viele stellen sich freudig erregt sogar den Exitus des Grundgesetzes vor, damit das Projekt des Weltstaates endlich vorankommt. Höchste Zeit also, den eigentlichen Souverän, das Staatsvolk, in seine vollen Rechte einzusetzen. Das und das allein wollen wir, die AfD, mit dem Instrument der direkten Demokratie auch tun. Alle anderen Spekulationen über Zweifel an Parlamentarismus sind frei erfunden und so wahr wie die Glaubwürdigkeit derer, die sie hier vortragen. Die demokratische Tat ist also gefordert und nicht das Lippenbekenntnis. Der vorgelegte Antrag der AfD will die notleidende Demokratie festigen und dem Grundgesetz endlich Elemente hinzufügen, die offenkundig fehlen. Volksbefragung, obligatorische und fakultative Volksabstimmungen und Volksbegehren. Und für alle, die sich vor so viel Demokratie fürchten, sei hinzugefügt, die große Wirkung, so die Schweizer Erfahrung, entfaltet gar nicht die Volksabstimmung selber, etwa über bereits verabschiedete Gesetze bei uns im Entwurf in Artikel 75 Absatz 3, sondern die Tatsache, dass es dieses Institut gibt. Regierungspolitik wird allein dadurch besonnener und partizipativer, dass die Möglichkeit besteht, eine törichte Gesetzgebung durch Volksabstimmung anzugreifen. Tun Sie also etwas Gutes für dieses Land und lassen Sie uns eine offene Diskussion führen zum Thema Demokratie braucht Volksabstimmung. Herzlichen Dank. Herr Glaser, bitte eine. Sehr schön. So, der nächste Redner für die Fraktion der SPD, der Abgeordnete Helge Lind.
Vielen Dank. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, Herr Abgeordneter Glaser, Sie sprachen eben von Leuten mit der Tarnkappe des Antifaschismus. In Bezug auf Sie muss man feststellen, dass Sie ja mittlerweile dem Faschismus frönen ohne jede Tarnkappe. Insofern ist das auch schon mal ein Unterschied, den Sie aber selbst formuliert haben, recht erfolgreich. Bevor ich aber ausführlicher dann noch die zwei Geschichten, um die es geht, nämlich die Fragestellung direkter Demokratie und die andere Geschichte, nämlich deren Missbrauch und Indienstnahme mit unredlichen Motiven durch die AfD, mich ausführlich widmen werde, zwei Randbemerkungen zur bisherigen Debatte. Ist es ja manchmal auch ganz gut, darauf zu achten, was nicht gesagt wird. Und Frau Bayram, Sie betonten, dass die Grünen alle Formen der Demokratie unterstützen, direkt, deliberativ, repräsentativ. Sie erwähnten aber nicht das Detail, dass die Grünen in ihrem jüngsten Grundsatzprogramm sich auf Bundesebene von der direkten Demokratie verabschiedet haben. Das ist eine spezifische Form grüner Dialektik, die ja auch vernichtend kommentiert wurde von Mehr Demokratie. Und Herr Amthor, Sie nannten viele, viele Gründe auch dafür, warum Bedenken bestünden in Bezug auf die direkte Demokratie. Aber Sie nannten nicht einmal die Frage, ob der politische Wille dazu vorhanden ist. Und das ist ja sicher eine Frage, die wir auch diskutieren sollten. Und Innenminister Seehofer hat in seiner legendären Deutlichkeit ja auch einfach eine Frage von mir hin im Parlament hier in Bezug auf direkte Demokratie und die Demokratiekommission gesagt, dass das nicht auf die Freude seiner Umgebung stoßen würde. Das heißt, wenn die Union etwas mehr Begeisterung für Fragestellungen der direkten Demokratie zeigen würde, dann hätten wir womöglich auch diese lang gewünschte und eigentlich im Koalitionsvertrag vorgesehene Demokratiekommission. Und da könnten wir auch über so sinnvolle Fragen wie Bürgerräte, Beteiligungsräte diskutieren, für die sich dankenswerterweise ja Parlamentspräsident Schäuble so sehr eingesetzt hat und was ich ausdrücklich unterstütze. Mir kommt aber in dieser ganzen Debatte eines viel, viel zu kurz. Wir reden hier ziemlich technisch. Wir halten auch belehrend Vorträge, was an dem Gesetzentwurf richtigerweise technisch schlecht ist. Aber wir sollten, glaube ich, mal über Grundfragen und Grundprobleme der Demokratie diskutieren. Und wenn wir eins gelernt haben und begriffen haben, auch an dieser fundamentalen Corona-Krise, ist das, glaube ich, der Einbruch der Wirklichkeit in unsere Gegenwart. Und zu dieser Gegenwart gehört eben auch, dass diejenigen, die oft die besonders Betroffenen sind durch die Pandemie, die besonders Betroffenen sind durch Armut und Benachteiligung, auch diejenigen sind, die auffallend weniger an Wahlen teilnehmen und die eben nicht an Veranstaltungen politischer Bildung der SPD oder anderer Parteien teilnehmen und die den Eindruck haben, dass ihre Stimme und ihre Überzeugung und ihre Haltung nicht zählen könnten. Deshalb ist die Frage der Weiterentwicklung der Demokratie, ich muss hier offensichtlich im Plenum heute der Vorkämpfer des Sozialismus sein, ist eine immens soziale Frage, die auch mal klarer und härter hier gestellt werden muss. Wir können uns doch ernsthaft nicht damit abfinden. Und das muss der Maßstab sein für jeden Ausbau von direkt demokratischen Elementen, für jede Frage deliberativer Demokratie, für jede Weiterentwicklung der repräsentativen Demokratie. Wie bringen wir es fertig, dass diejenigen, die dauerhaft Zuschauer sind des politischen Prozesses, endlich Beteiligte werden? Wie kommen wir dazu, dass wir in diesem Parlament endlich einigermaßen repräsentativ sind für die Bevölkerung außerhalb des Parlaments, denn das sind wir nicht. Und wenn wir behaupten, wir wären es, lügen wir uns in die Tasche. Und wir müssen eben darauf achten, auch, dass diejenigen, die eben nicht teilhaben, künftig viel stärker am Wahlprozess teilnehmen und dass sie über Formen wie Beteiligungsräte und im Einzelfall, aber dann auch kombiniert mit solchen deliberativen Elementen auch durch Beratungen, durch Bürgerräte, durch Beteiligungsräte endlich ihre Stimme formulieren können. Das ist der Maßstab. Nicht, dass wir aus äußerlichen Gründen oder weil uns darin besser gefallen oder weil wir die Beteiligten noch besser beteiligen wollen, Demokratie entwickeln sollen, weil wir die verdammte Pflicht und Schuldigkeit haben, für mehr Demokratie zu sorgen, in der die Ausgeschlossenen und Zuschauer Beteiligte werden. Das ist der Maßstab und das ist die soziale und elementare Aufgabe, nichts anderes. Nicht, wie die AfD versucht, den Eindruck zu erwecken, ist jetzt abgelaufen. Nicht die Repräsentation ist das Problem,
sondern dass die Repräsentation nicht mehr die Bevölkerung unseres Landes in ihrer Vielfalt abbildet. Sowohl die Frauen als auch die Menschen Lieber mit diversem Kollege, Hintergrund. Bitte kommen Vielen Sie Dank. Zum Ende. Die nächste Rednerin ist für Bündnis 90 Grüne die Abgeordnete Dr. Anna Christmann. Ja, sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich selbst habe 6 Jahre in der Schweiz gelebt, habe dort zu dem Thema direkte Demokratie promoviert. Und ich kann Ihnen sagen, der vorliegende Gesetzentwurf der AfD hat nichts mit der direkten Demokratie in der Schweiz zu tun. Hören Sie endlich auf, sich auf das Schweizer System zu berufen. Das ist so einfach nicht richtig. Sie versuchen eben, die Demokratie zu schwächen, statt sie zu stärken. Und dem stellen wir uns entgegen. Und selbst in der Schweiz wehrt man sich ja dagegen. Ehemalige Nationalräte wie Andreas Gross nennen ihren Vorschlag autoritär und explizit unschweizerisch. Vielleicht reden Sie mal mit den Herrschaften, dann werden Sie vielleicht noch viel dazulernen. Ja. So, deswegen. Sie wollen ja auch da Vorschläge machen, die es in der Schweiz überhaupt gar nicht gibt. Zum Beispiel 10% des Parlaments sollen Volksentscheide beantragen können. Damit wollen Sie einfach nur den Bundestag aus sich selbst heraus ausbuden. Eine Schwächung des Parlaments statt eine Stärkung der repräsentativen Demokratie durch direkte Demokratie. Das ist nicht unser Weg. Und zu den wichtigen Anliegen, für eine lebendigere Demokratie zu sorgen, und das ist ein wichtiges Anliegen, da haben Sie überhaupt nichts beizutragen. Im schlimmsten Fall beschädigen Sie es noch, aber das lassen wir nicht zu, denn wir setzen uns für lebendige Demokratie ein. Und das ist übrigens auch im neuesten Grundsatzprogramm so, Kollege Lindt. Dort steht ganz explizit drin, direkte Beteiligungsmöglichkeiten bereichern die repräsentative Demokratie. Dafür stehen wir Grüne seit Jahrzehnten und dafür streiten wir selbstverständlich auch weiter. Frau Kollegin, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Abgeordneten Glaser? Nein, danke. Und es gibt ja auch ein paar positive Ansätze gerade, was ich sehr begrüße, allerdings nicht dank der Großen Koalition, was eine Stärkung direkter Beteiligungsmöglichkeiten angeht. Wir haben jetzt schon den 2. Bürgerinnenrat auf Bundesebene. Das ist eine sehr positive Entwicklung. Und ich möchte hier sehr stark dafür werben, das darf nicht der letzte Bürgerinnenrat gewesen sein, sondern wir müssen das institutionalisieren auf Bundesebene. Die GroKo hat dazu nichts geliefert. Es war eine Expertenkommission für mehr Bürgerbeteiligung angemeldet im Koalitionsvertrag. Die ist einfach nicht umgesetzt worden. Es reicht nicht, immer nur zu sagen, Sie finden die Meinung der Bürgerinnen und Bürger ganz wichtig, aber Sie dann an der Stelle Ihnen keine weiteren Beteiligungsmöglichkeiten zu geben. Da werbe ich sehr dafür, die Linie des Bundestagspräsidenten, der ja diesen letzten Bürgerinnenrat auf Bundesebene jetzt auch unterstützt mit seiner Schirmherrschaft, den wirklich jetzt auch weiter zu gehen. Und als Grüne zeigen wir auch in den Ländern, dass wir für direkte Demokratie, direkte Beteiligung stehen. In Baden-Württemberg haben wir sehr erfolgreich eine Staatsrätin für Zivilgesellschaft und Bürgerbeteiligung. Dieses Modell sollten wir auch auf Bundesebene prüfen, denn das führt zu echter Beteiligung, zu mehr Transparenz auch der Demokratie, und das ist dringend notwendig. Das Wort zu einer Kurzintervention hat der Abgeordnete Glaser. Die Betonung liegt auf kurz. Herzlichen Dank, Herr Präsident, für die Freundlichkeit. Ich werde es auch ganz kurz machen. 2 Bemerkungen, Frau Christmann. Erstens, Ihre Behauptung, in dem Entwurf stünde, dass 10% der Abgeordneten eine Volksabstimmung in Gang setzen können, ist einfach falsch. Es steht nicht drin. Das haben Sie frei erfunden oder im Archiv vielleicht gefunden. 2. Bemerkung, was die Schweiz angeht, können Sie mal davon ausgehen, dass viele von uns, ich gehöre auch dazu, Jahrzehnte schon mit der Schweizer Demografie tief sich befassen, dass sie Exponenten können, dass ich neulich an der ETH in Zürich eine wissenschaftliche Veranstaltung zu diesem Thema gehabt habe. Und ich darf Ihnen versichern, dass die Kernelemente dessen, was Sie hier haben, sehr wohl mit dem, was die Schweiz macht, übereinstimmen. Alle anderen Aussagen sind falsch. Wollen Sie dazu Ausführungen machen? Bitte schön. Ja, lieber Kollege Glaser,
Ich kann Ihnen versichern, dass ich das direktdemokratische System der Schweiz ganz gut kenne. Es gibt dort obligatorische Referenden, fakultative Referenden. Es gibt dort keine Abstimmungen über Einzelsachfragen, die Bürgerinnen und Bürger einbringen könnten, sondern es braucht Gesetzesvorlagen, gegen die ein Referendum erhoben werden kann. Und es gibt auf der anderen Seite auch weitere Schwächen in Ihrem Gesetzesentwurf, auf die ich mal hinweisen möchte, nämlich überhaupt keine Schutz vor Minderheitsrechtsfragen. Sie haben überhaupt keine rechtsstaatlichen Prüfaufträge dort vorgesehen. Also Ihr Gesetzesentwurf entspricht zum einen überhaupt nicht dem Prinzip der konsensorientierten schweizerischen Direktdemokratie und er hat darüber hinaus viele Schwächen in den Fragen, wie er überhaupt in das deutsche System reinpasst, mit einem starken Grundgesetz, dessen Rechtmäßigkeit man natürlich auch bei direkter Demokratie prüfen muss. Insofern kann ich nur feststellen, dass Ihr Gesetzesentwurf eher zu einem Schaden der Demokratie beiträgt, als dass er wirklich zu einer Stärkung direkter Demokratie beitragen würde. Und das bedauere ich sehr, denn ich bin sehr für eine differenzierte Diskussion darüber, welche direkten Beteiligungsinstrumente uns hier helfen bei uns in Deutschland. Und wir müssen da mutiger werden, aber solche Gesetzesentwürfe wie von Ihnen schaden dieser Debatte leider, als dass sie ihr nutzen. So, nachdem sich die Schweizer Experten ausgetauscht haben, hat das Wort der Kollege Christoph de Vries, CDU-CSU-Fraktion. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich habe sehr aufmerksam den Worten der Grünen-Rednerin gefolgt, Frau Bayram, Frau Christmann. Und da musste ich doch denken an einen inzwischen berühmt gewordenen Bezirksamtsleiter aus Hamburg-Nord, der nicht nur den Bau von Einfamilienhäusern verboten hat und damit ein klares Signal an Familien in Hamburg gesetzt hat. Jetzt hat er auch noch mit Tricks dafür gesorgt, dass die gesetzlich verbrieften Bürgerrechte, nämlich Bürgerentscheide durchzuführen, bei diesem Verfahren ausgehebelt werden, damit keine Einfamilienhäuser gebaut werden. Und wer sowas macht, der sollte sich mal die Glaubwürdigkeitsfrage stellen, was direkte Demokratie, was Bürgerbeteiligung anbelangt. Ich weiß nicht, ob Sie da die besten Kronzeugen sind. Denn das ist Bürgerbeteiligung nach Gutsherrenart. Heute hat sich übrigens noch herausgestellt, dass er selber Eigenheimbesitzer ist, aber das ist nur eine Bemerkung am Rande. Nun aber zum Thema. Wir haben ja hier ein Evergreen, direkte Demokratie, kennen wir von der AfD, von der Linken genauso. Ich möchte dazu gerne mal 5 Thesen aufstellen und bin auch ein überzeugter Vertreter unserer repräsentativen Demokratie. Meine These 1 ist, direkte Demokratie nützt vor allen Dingen Populisten. Um dies zu verstehen, kann man einfach mal den Blick zurückwerfen auf den Brexit und rekapitulieren, welch eine Lügenkampagne der knappen Entscheidung für den Brexit voranging. Nichts der Versprechen hat sich bewahrheitet. Und ein anderes Beispiel, hier direkt aus Berlin, Sie kennen das auch, die Bebauung des Tempelhofer Flughafens. Dieselben Menschen, die damals ein Verbot gefordert und dafür geworben haben und den Bau von Zehntausenden Wohnungen damit verhindert haben, das sind die, die sich heute hinstellen, Wohnungsnot beklagen, steigende Mieten beklagen und jetzt Eigentümer enteignen wollen. Meine Damen und Herren, das ist Populismus pur und das sollte uns auch ein warnendes Beispiel sein. Und das führt mich zur zweiten These. Direktdemokratische Entscheidungen sind kaum reversibel. Wenn solche Entscheidungen erst mal gefallen worden sind, tun sich Parlamente damit schwer, den Willen der Bürger zu übergehen, selbst wenn sie wissen, dass das erheblichen Schaden für ihr Land zur Folge hat. Auch hier ist der Brexit das Paradebeispiel. Aber wir wissen das alle, parlamentarisches Handeln ist nicht frei von Fehlern, politisches Handeln generell nicht. Und deswegen ist es auch fundamental für eine funktionierende Demokratie, dass viele Entscheidungen korrigiert werden. Und Sie wollen das auf die Spitze treiben mit der Irreversibilität, indem jede Änderung eines Gesetzes, was vom Volk beschlossen wurde, auch nur durch erneute Zustimmung wieder geändert werden kann. Da sage ich Ihnen ganz klar, das lehnen wir ab, meine Damen und Herren. Dritte These. Die Entscheidungen der direkten Demokratie tragen zur Spaltung unserer Gesellschaft bei. Direktdemokratische Entscheidungen sind in der Regel immer zugespitzte Entscheidungen. Sie reduzieren komplexe Sachverhalte auf ein Ja oder Nein. Auch Minderheitenrechte passen schlecht zu direkter Demokratie. In der Regel bleiben sie auf der Strecke, genauso wie der politische Kompromiss. Aber ich finde, unsere parlamentarische Demokratie lebt von der Bereitschaft aller Beteiligten zum Kompromiss.
Sie lebt davon, dass Einzelinteressen nicht über dem Gemeinwohl stehen. Und sie lebt auch davon, dass es nicht nur Sieger und Verlierer gibt. Ich finde, das ist ein hohes Gut, was wir uns bewahren sollten, meine Damen und Herren. Vierte These. Die repräsentative Demokratie ist aus meiner Sicht demokratischer als die direkte Demokratie. Herr Kollege, gestatten Sie eine Zwischenfrage der Abgeordneten von Storch? Nein, ich würde gerne zu Ende führen. Eine parlamentarische Entscheidung bedeutet, dass nach einem langen, komplexen Prozess der Gesetzgebung mit Anhörung, mit Länderbeteiligung, mit parlamentarischen Verfahren eine Entscheidung getroffen wird, wo die unterschiedlichsten Interessen bewertet und auch berücksichtigt werden. Und die Gesetze werden von gewählten Volksvertretern gemacht. Wenn wir uns nur die Situation jetzt mal anschauen, die werden von 3/4 der Bevölkerung sind hier im Bundestag vertreten. Das ist eine Beteiligung, die Volksentscheide niemals erreichen. Und deswegen haben Sie auch keine höhere Legitimation, meine Damen und Herren. Und was möchten Sie jetzt mit Ihrem Gesetzentwurf? Ihr Gesetzentwurf sieht überhaupt keine Beteiligungsquoren vor. Dort könnten Kleinstgruppen in Deutschland künftig unser Grundgesetz ändern und unsere Verfassung ändern. Da sage ich Ihnen ganz im Ernst, meine Damen und Herren, wer so etwas fordert, der will doch nicht mehr Demokratie. Der will Chaos in unserem Land und der will unsere Demokratie zerstören, aber nicht mit uns. Und ich komme zur letzten These. Herr Müller hat es auch gesagt, die Mütter und Väter des Grundgesetzes haben aus gutem Grund ein starkes Parlament geschaffen mit wenigen direktdemokratischen Elementen. Ich glaube, wir sind in einer Zeit der Spaltung der Gesellschaft und wir brauchen eher mehr Parlament, wir brauchen mehr Kompromiss, wir brauchen mehr Zusammenhalt in unserem Land als zugespitzte Entscheidungen, die eine Gruppe von Menschen frustriert zurücklassen. Und Ihre Motivation ist doch klar. Sie fordern das, weil Sie immer wieder hier im Parlament an der Stabilität unserer parlamentarischen Demokratie scheitern. Das sollen Sie auch weiterhin tun. Wir wollen Ihnen aus diesem Dilemma nicht heraushelfen. Wir schätzen die repräsentative Demokratie und wir sollten sie auch nicht leichtfertig aufs Spiel setzen. Vielen Dank. Der nächste Redner für die SPD-Fraktion, der Kollege Dr. Lars Castellucci. Vielen Dank, Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Die Demokratie ist unsere Staatsform. Sie ist auch unsere Lebensform. Und sie beruht darauf, dass wir uns als Menschen, als gleichwürdige Menschen begegnen. Und Fraktionen, die hier regelmäßig mit Hassreden und mit Abwertung von Menschen und Gruppen auffallen, sollten sich Anträge zum Thema Demokratie einfach sparen. Es ist gesagt worden, dass außer der Union jede Fraktion hier in diesem Hohen Haus bereits Anträge eingebracht hat zum Thema direkte Demokratie, aber die Stimmen sind kritischer geworden. Und Frau Christmann, das muss ich Ihnen jetzt schon sagen, ich habe das jetzt eben gerade noch mal nachgelesen, der Begriff der Volksbegehren, der Volksentscheide ist aus dem grünen Grundsatzprogramm rausgeflogen. Sie haben das mit Mehrheit abgelehnt und stattdessen eine weiche Formulierung gefunden, dass sie allgemein für Beteiligungsmöglichkeiten sind. Und das ist sehr wohl ein Unterschied. Aber ich will Ihnen auch sagen, dass die Stimmen natürlich auch über die Fraktion der Grünen hinaus kritischer werden. Und das hängt damit zu tun, dass wir alle diesen Brexit irgendwie in den Knochen haben und dass es Sorgen gibt um ein Anwachsen des Populismus. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir dürfen nicht zulassen, dass die Vertrauensbeziehungen zu den Bürgerinnen und Bürgern gestört wird durch Populisten und durch Rechtsextremisten. Kollege Castellucci, lassen Sie eine Zwischenfrage der Kollegin Dr. Christmann zu. Selbstverständlich. Ja, vielen Dank, Herr Kollege, dass Sie das noch mal zulassen, wo Sie mich direkt angesprochen haben. Es geht um das Grundsatzprogramm von den Grünen, in dem der von mir vorhin schon zitierte Satz drinsteht, dass direkte Beteiligungsmöglichkeiten die repräsentative Demokratie bereichern. Wir bekennen uns dort auch sehr umfassend mit einer sehr ausführlichen Darstellung verschiedener Möglichkeiten dazu, dass wir wirklich verschiedenste Instrumente dafür für notwendig halten. Und ich finde, das ist auch immer ein bisschen die Schwäche der Debatte, wenn wir sagen, es geht natürlich, Volksentscheide sind ein wichtiges Mittel, für das wir
auch stehen. Aber es gibt natürlich viel mehr Mittel. BürgerInnenräte habe ich schon genannt. Mehr Transparenz. Wir warten alle seit Ewigkeiten auf ein Lobbyregister. All das sind wichtige Elemente für eine lebendige Demokratie, in der in dieser Legislatur nichts passiert ist. Und ich möchte Sie fragen zum Abschluss, ob Ihnen denn bekannt ist, was ich vorhin erwähnt habe, dass im Koalitionsvertrag eine Expertenkommission für mehr Beteiligung steht, dass diese Expertenkommission diese Legislatur nicht eingesetzt worden ist. Und deswegen frage ich mich, wie Sie dazu kommen, uns da zu kritisieren, wenn doch die GroKo es war, die diese Legislatur nichts für eine lebendige Demokratie getan hat. Oder irre ich mich? Da habe ich was verpasst. Ja, vielen Dank, Frau Christmann. Da irren Sie sich. Und Sie sind ja eine Partei, die sehr stolz ist auf die zivilgesellschaftlichen Grundlagen, die Ihre Partei einmal hervorgebracht haben. Und ich rate Ihnen einfach, lesen Sie mal die Stellungnahmen des Vereins Mehr Demokratie. Ich sage nur bittere Enttäuschung über diese wachsweiche Formulierung, die Sie in Ihrem Grundsatzprogramm gefunden haben. Sie haben insbesondere in dem Kapitel, wo es um die bundesweiten Beteiligungsmöglichkeiten geht, eben keine Hinweise mehr auf bundesweite Volksentscheide. Und es kann ja jeder nun öffentlich nachvollziehen im Internet, wie die Debatten waren. Es waren harte Debatten. Und Sie sollten jetzt hier vielleicht einfach auch dazu stehen, zu welchen Entscheidungen Sie auf Ihrem Bundesparteitag gekommen sind. Ich glaube, das würde für Transparenz und für Ehrlichkeit ein Beitrag sein. Vielen Dank. Aber Sie haben die weiteren Beteiligungsmöglichkeiten angesprochen, und da muss ich Ihnen sagen, da sind wir sehr dafür. Insbesondere die Bürgerinnenräte, von denen Sie gesprochen haben. Aber es ist auch klar, Beteiligungsformen informeller Art sind erstens kein Ersatz für diese Parlamente, und sie sind zweitens auch kein Ersatz für direktdemokratischen Verfahren. Wir müssen auch dafür sorgen, dass Bürgerinnen und Bürger ihre Energie, die sie da einbringen, auch sinnvoll und effektiv einbringen können. Es hat zuletzt einen Bürgerrat gegeben zum Thema Verantwortung Deutschlands in der Welt. Dieser Bürgerrat, das war ein Experiment, das wird evaluiert, ich schätze das wert, aber er war in keiner Weise vernetzt und verknüpft mit irgendeinem weiteren Vorgang, Prozess, den wir hier politisch haben. Ich sage Ihnen mal, was eine gute Idee gewesen wäre, die Pandemiepolitik durch einen Bürgerinnenrat begleiten zu lassen. Das hätte zu einer Vertrauensbildung für unsere Politik beigetragen und nicht irgendwelche abseitigen Diskussionen führen zu lassen, an denen nichts herauskommt. Meine sehr verehrten Damen und Herren, in dem Antrag ist im Begründungsteil Willy Brandt erwähnt. Und Willy Brandt prangte schon auf Plakaten der AfD in Brandenburg. Sie haben versucht, mit ihm Wahlkampf zu machen, und ich finde das infam, und ich weise diese Vereinnahmung auf das Schärfste zurück. Willy Brandt ging es 1969 in seiner Regierungserklärung um mehr Demokratiewagen, um die Menschen zur Mitverantwortung zu gewinnen. Es ging um ein Miteinander. Sie hingegen wollen diese Instrumente als Instrument der Aufhetzung. Und das lehnen wir mit allem Nachdruck ab. Vielen Dank. Der letzte Redner zu diesem Tagesordnungspunkt ist der Kollege Dr. Volker Ulrich, CDU-CSU-Fraktion. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, die Frage, ob unser Grundgesetz um Elemente der direkten Demokratie, also Volksentscheide und Volksbegehren, ergänzt werden soll, ist eine verfassungspolitische. Ausgangslage ist die Wertentscheidung des Grundgesetzes für eine repräsentative Demokratie. Das kommt nicht nur in Artikel 20 zum Ausdruck, sondern auch in Artikel 38, der sagt, dass die gewählten Abgeordneten weder an Weisungen noch an sonstige Vorschriften gebunden sind. Das Grundgesetz hat deutlich gemacht, dass für komplexe Probleme die Frage von Ja und Nein und die Zuspitzung in einer simplen Frage oftmals nicht der geeignete Weg ist. Gleichwohl gibt es erfreuliche Vorkommnisse direkter Demokratie, gerade auf kommunaler und auf Länderebene. Aber ich meine, dass wir die Frage von Volksentscheiden und Volksbegehren auf Bundesebene vor dem Hintergrund auch historischer Erfahrungen und der Wertentscheidung unseres Grundgesetzes differenziert diskutieren sollten. Was allerdings nicht geht,
ist der Antrag der AfD mit den darin geäußerten Zielen und Haltungen. Sie wollen in Artikel 20 Absatz 2 Grundgesetzes folgende Vorschrift in das Grundgesetz einfügen. Ich zitiere: Der geäußerte Wille des Volkes ist oberstes Gesetz. Und in Artikel 62a Ihres Entwurfs wollen Sie nochmal vom Volkswillen sprechen. Ich finde diese Volkswillen-Rhetorik sehr befremdlich. Der Volkswille ist eben nicht die höchste Orientierung in unserem Staat, sondern das ist die Menschenwürde. Sie ist unverletzlich, unveräußerlich und sie ist dem Mehrheitswillen nach unserer Verfassungsordnung nicht zugänglich. Unser Staat gründet sich auf Demokratie und Rechtsstaatlichkeit, festgelegt in der Ewigkeitsklausel. Und deswegen ist Ihre Interpretation von Artikel 20 Grundgesetz und Ihre Haltung zum Thema Volkssouveränität einfach verfassungsrechtlich falsch. Das Volk ist Legitimationsquelle und Träger der Staatsgewalt. Aber der Volkswille nimmt selbst keine staatsleitende Funktion wahr. Das ist eine ganz wichtige Unterscheidung, die Sie bewusst oder unbewusst nicht kennen. Ich sage Ihnen, die Erhebung des Volkswillens zur Richtschnur politischen Handelns befindet sich in einem am Ende des Tages antiliberalen, antidemokratischen Gedankengebäude. Und das sind Sie von der AfD. Ich darf mit Erlaubnis des Präsidenten Madeleine Albright zitieren, die ehemalige US-Außenministerin, die gesagt hat, Zitat, eine illiberale Demokratie orientiert sich vornehmlich an den vermeintlichen Bedürfnissen der Gemeinschaft und nicht an den unveräußerlichen Rechten des Einzelnen. Zitat Ende. Ein Zitat aus dem Buch Faschismus, eine Warnung. Was ist denn das Zeichen autoritärer, antiliberaler und antidemokratischer Kräfte? Es dreht sich immer im Kern um die Erzählung, dass der angebliche Volkswille nicht beachtet würde. Der Volksbegriff wird als Ausgrenzungskriterium genannt. Er dient dazu, Menschen zu definieren, die nicht dazugehören. Migranten, Medien, Menschen anderer Religion, anderer Hautfarbe, Minderheiten. Es geht um die Ablehnung von Vernunft, von Wissenschaft und die Ablehnung und Diskreditierung von Institutionen. Das durchzieht Ihren Antrag und Ihre Volkswillenrhetorik. Und deswegen entlarven Sie sich mit diesem Antrag am Ende des Tages selbst. Es geht Ihnen darum, dass Sie mit diesem Antrag deutlich machen, dass Sie von dem repräsentativen Charakter des Grundgesetzes und seiner demokratischen Ordnung abrücken wollen, hin zu einer agitatorischen, antiliberalen Demokratie oder sogar einem antiliberalen, autoritären Staat. Und das ist der Kern Ihres politischen Handelns. Sie stehen damit, das ist heute schon angesprochen worden, in der Tradition der Deutschnationalen Volkspartei der Weimarer Zeit. Das hat nichts mit liberaler, repräsentativer Demokratie zu tun. Deswegen werden wir Ihren Antrag ablehnen. Herzlichen Dank. Ich schließe die Aussprache. Interfraktionell wird Überweisung des Gesetzentwurfs auf Drucksache 26906 an die in der Tagesordnung aufgeführten Ausschüsse vorgeschlagen. Gibt es andere Vorschläge? Das ist nicht der Fall. Dann verfahren wir wie vorgeschlagen. Und ich rufe auf den